Tiere als Therapeuten. Diese Idee ist nicht neu, aber bestimmt noch nicht vollkommen ausgeschöpft. Dass zum Beispiel Delfine und Esel schwerbehinderten Kindern helfen können, darüber wurde oft berichtet. Und nun probiert es ein Ergotherapeut an der Ostsee auch mit Alpakas. Und einer seiner erfolgreichsten Patienten ist der kleine dreijährige Daniel, der bis vor einem Jahr kein einziges Wort sprach und alles Fremde vehement abblockte. Dann gehst du langsam hin. Dann stopp, langsam. Stopp. Und jetzt halten das hin. Ah, noch ein bisschen zu schnell. Da hat er sich erschreckt, da warst du ein bisschen zu schnell. Ja. Ja? Okay. Ja. Gut, komm noch mal her, mach noch mal beide Hände noch mal so. Okay. So, gut. Stopp, warte mal. An die Alpakas muss Daniel sich erst wieder gewöhnen. Die erste Begegnung vor einem Jahr hatte sein Leben verändert. Mit 2,5 Jahren sprach Daniel kein Wort, schrie viel, zeigte autistische Symptome. Seine Mutter ging mit ihm zur Ergotherapie, ohne Erfolg. Nach einem halben Jahr brachte ihn sein Therapeut Marco Wenzlaff zu den Alpakas. Er lernt sich dabei selber zu fühlen und sich selber wahrzunehmen, weil die Tiere wie so ein Spiegel für ihn sind. Und er lernt ganz einfach, bin ich hektisch und laut, dann komme ich an die Tiere nicht ran. Wenn ich aber mich konzentriere und ich gehe ganz langsam und ruhig vor, was ja auch im Leben wichtig ist vorbei, was bei Aufgaben in der Schule oder im Kindergarten ganz wichtig ist, dann klappt das und dann habe ich ein Erfolgserlebnis. Mach mal so. Oh. Nach 5 Tagen Alpaka-Therapie geschah ein kleines Wunder. Daniel wurde ruhiger, schrie kaum noch. Und er fing an zu sprechen mit 3 Jahren. Das war ein tolles Gefühl, muss ich sagen, können Sie sich vorstellen, wie wenn ein Kind ganz lange in Koma liegt und dann plötzlich wacht es auf und sagt Hallo Mama. Das ist genau das gleiche Gefühl. Zusammen mit seinem großen Bruder soll Daniel die Tiere heute bis zum Warnemünder Strand führen. Eine große Aufgabe. Für die scheuen und eigensinnigen Tiere braucht Daniel Geduld. Was macht er jetzt? Macht er eine Pause? Wollen wir kurz warten? Das ist lieb von dir. Hör auf! Ja, dann musst du rufen und dann sagst, komm Ali, und dann ziehst du ihn ein bisschen. Ali! Komm, und dann ziehst du ihn ein bisschen. Nach einer halben Stunde immer noch kein Strand in Sicht. Daniel stößt an seine Grenzen. Daniel, guck mich mal an. Bis nach da vorne halte ich jetzt mit fest. Guck mich mal an. Die einzige Möglichkeit, die man in solchen Situationen hat, sind ganz klare Ansagen, kein Diskutieren, einmal das Ganze benennen. Und wenn es dann nicht klappt, dann halt eine Konsequenz einfach einleiten, wie zum Beispiel die Leine einfach wegnehmen. Und wenn er nachher wieder ordentlich mitmacht, dann kriegt er die Leine sofort wieder. Daniel, möchtest du wieder mitmachen? Dann komm doch mal her. Mach dir mal die Mütze mal ein bisschen höher. Okay. Du darfst ihn jetzt wieder haben, wenn du bei mir bleibst. Einverstanden? Okay, super. Bitteschön. Nach etwa einer Stunde hat Daniel endlich das Ziel erreicht. Du hast das heute ganz, ganz toll gemacht. Ein riesengroßes Lob von mir. Kommt der noch mal an? Das, was er heute gerade gezeigt hat, das war unglaublich. Also er ist wirklich die komplette Strecke halt mit dem Tier alleine gelaufen, bis hier runter zum Wasser. Und das wäre vor einem Jahr zum Beispiel noch nicht möglich oder denkbar gewesen. Ein Spaziergang wird allerdings nicht reichen. Daniel braucht weitere Behandlung. Und im nächsten Sommer soll er eine ganze Woche mit den Alpakas verbringen.